Es gibt Sänger, die können stundenlang an einem Take arbeiten und werden noch besser und noch besser. Und bei mir ist nach 5 Monaten so. So, jetzt ist es. Ist gut. Also jetzt, mir kommt nicht mehr. Ich bin ein bisschen suchtaffin. Also ich habe lange geraucht, bis ich aufgehört habe. Und eben mit dem Alkohol habe ich das Gefühl, das könnte noch. Weißt du, musst gefährlich, darum musst du immer schauen, oder? Nicht, dass du plötzlich das reingehst, weil das ist gefährlich. Die Leute können einfach so Stöckchen essen und das ist gut, oder? Und ich denke so, ein Stöckchen. Da hat es noch 10 drin, wir sollen alle essen. Ich komme nicht raus. Und das Glas ist offen, und dann tun sie auf Brot. Und ich denke so, für was brauchst du Brot? Herzlich willkommen, das ist jetzt also die 10. Ausgabe sensationell. Schon 10 Ausgaben, ich hoffe, ihr habt euch schon abonniert, kommentiert, geliked und teilt. Das Abonnieren ist gratis, hier unten im Ecke. Du noch das Glöckchen aktivieren, dann kommt es ganz gut. Und ich würde sagen, wir starten zielsicher in die 10. Ausgabe sensationell. Bei uns ist der Kunz. Hoi Kunz, schön bist du bei uns. Sensationell ist das. Mai! Warum ist Mai der beste Monat für dich? So heißt dein neues Album. Ja, schau raus. Also momentan ist alles am Erwachen. Das Leben ist zurück. Es wird sehr farbig. Das Gefleuch ist am Umfliegen. Man merkt, es ist so, es ist Leben in der Bude. Es fällt wieder an. Und der Winter ist jetzt, glaub, definitiv vorbei nach den Eisheiligen. Und jetzt kann der Sommer zum Balkon. Und es ist so, eine gute Vorankündigung irgendwie, und es tut gut, dass man wieder rausgeht und sieht, hey, das Leben findet statt. Mhm. Beschreib dich in einem Wort. Wer ist der Kunz? In einem Wort. Vielseitig. Ha! Super! Eben, das merkt man ja auf deinem Album, oder? Mai, das ist ein sehr vielseitiges Album. Ja, sehr. Also, probieren können wir immer irgendwie. Es ist ja, ich probiere aus dem Leben zu schreiben, Songs vom Leben zu machen. Und das Leben ist ja nicht nur schwarz oder weiß. Das Leben ist bunt. Es gibt verschiedene Lebensformen, es gibt verschiedene Lebenszyklen, verschiedene Lebenssituationen, wo man drinnen ist, Lebenszeit. Das ist so, es hat so viele verschiedene Aspekte, wenn man genauer anschaut. Und das probiere ich natürlich mit der Musik, das ein bisschen abzulichten. Hast du ein Lieblingslied auf der CD aktuell? Ja, aktuell. Ich habe viele Lieblingslieder. Momentan ist weit weg natürlich ein Single, oder, wo mit der Go zusammen ist. Das ist ein Duett. Und mit der Go Gefeller. Go Gefeller, genau. Und das ist ein tolles Lied. Und ich habe mega Freude, dass sie ja gesagt hat und mit ihr das singen darf. Wie ist das Duett entstanden? Ich habe beim Songschreiben plötzlich gemerkt, hey, das ist etwas, wo, das ist ein Song, den ich nicht wieder alleine singe. Und dann habe ich es mit meiner Frau zusammen immer geübt. Und klar war, ich muss eine Frauenstimme haben. Und ja, dann habe ich das Go geschickt und mal gefragt, was meinst du? Sie sind eher Englisch, ist nicht so, macht nicht so eine Mundart. Und ich fand einen coolen Song, ja eh. Dann haben wir zusammen gejammt und es war klar, dass es passt. Ja, früher hast du viel mit deiner Frau auf den Alben gesungen. Ist sie nicht eifersüchtig gewesen, dass es dann plötzlich Go gefällt? Nein, gar nicht. Nein, das ist sie professionell. Nein, sie ist, wir haben viel zusammen gesungen und immer noch zusammen singen, aber wir wirklich für uns, für daheim. Das gehört zu uns. Aber sobald es dann mit Medien und Konzerten und so, dann soll es jemand machen, der das so professionell macht, wie nicht Go. Und es ist schon rein stimmlich schon, ist es einfach, ist anders und ist es toll. Sehr gut. Bevor wir richtig in die Sendung starten, gibt es bei uns etwas zu trinken. Unsere erste Rubrik, Kaffee, Tee oder Milch. Ja, Kunz, was möchtest du trinken bei uns? Ich nehme fast Tee. Tee? Ja, das ist unter der Woche. Kräutertee, Hagebuttentee. Kräuter. Gut, nehme ich einen Kaffee. Also gut. Perfekt. Ja, unter der Woche trinkst du weniger Alkohol, oder? Ja, das Ziel ist gar kein Alkohol zu trinken unter der Woche, ja. Musst du auch schauen, dass du wieder fit bist für die Bühne, dass du keinen Alkohol trinkst, oder? Nein, Alkohol ist ein Genussmittel und es kann ein Suchtmittel werden. Und man muss immer schauen. Und gerade wie im Job, wo man eigentlich alltag könnte, irgendwo ein Bier trinken oder so, nach einem Konzert, also man einfach, ich glaube, nicht zu viel trinkt, ich will es auch weiter als Genuss mit und geniessen. Mhm. Du bist auch ein grosser Fasnachtsfan, ist das richtig? Du, absolut. Du singst ja off, oder? Auf der CD. Ja, eben bei der Fasnacht ist das nicht mehr so Genuss, dann ist das so ein bisschen am Ausatmen. Stürzen, oder? Und von dem singst du auch, oder? Und das ist auch okay, ja. Das ist, danke viel mal. Es ist dann auch okay, wenn es mal einmal einfach überstrengend schlau ist und irgendwie
Ja. Es gehört auch ab und zu ein bisschen dazu. Ja, für mich schon. Ich finde schon, man darf schon aus auf und ziehen ab und zu. Wann bist du so mit einem richtigen Affen aufgewacht? Das letzte Mal. Das hat schon lange nicht mehr gegeben. Ich glaube, also wirklich bei in der Zeit, als ich jetzt Vater wurde, da weiss man einfach am Morgen um 6, 7 ist der Tag wach und dann willst du einfach mit einem Affen aufwachen. Weil der kleine Affe kommt schon ins Zimmer und macht und dann musst du einfach parat sein. Eben der kleine Emil. Genau. Wie hat sich das Leben verändert in dieser Zeit? Auch für dich vielleicht als Musiker. Eben als Musiker hat man doch immer das Klischee, man schläft lange aus, oder? Und dann, das habe ich nie gemacht. Ich war auf dem Bau und das ist wie so... Ich bin ein Morgenmensch, habe ich jetzt auch gemerkt mit dem Kind. Das ist echt einfacher für mich. Als Musiker, es ist Zeit, wo ich vorher einfach wirklich viel Zeit hatte, um lange Sachen zu arbeiten, lange überlegen. Und jetzt muss einfach schneller etwas passieren, sonst passiert nichts. Und das ist zum Teil sehr stressig. Ich habe ganz viele Sachen, die liegen geblieben sind, die ich nicht mehr machen kann. Also Social Media Sachen muss ich wirklich unter Stress irgendwas machen. Und es ist einfach Zeit, die fehlt. Oder also zum Üben manchmal. Manchmal wirklich nicht üben und einfach Zeit nicht gefunden hast. Das stresst mich schon. Auf der anderen Seite ist halt jemand, der dich braucht und der da ist. Und wo mega schön ist, Zeit verbringen, etwas ganz anderes. Du bist völlig in einer anderen Welt. Drin. Das Kind hat einen ganz anderen Fokus und muss bedient werden. Und das ist okay. Eben du und deine Frau, ihr teilt euch ein bisschen die Erziehung oder das Schauen auf den Emil auf, oder? Genau. Du hast gerade Montag, Dienstag, Papi-Tag, ist das richtig? Genau, also wir machen 50-50. Das ist ausgeglichen, es ist arbeiten. Jetzt muss man sagen, zum Glück, oder? Jetzt bei dieser Corona-Zeit, wo ich nicht arbeiten konnte, sondern jemanden, der gearbeitet hat, der arbeiten konnte. Ich habe mehr für den Kleinen geschaut. Aber es ist wichtig, dass jeder sein Leben noch nebenzu auch noch machen kann. Und gleich sind wir als Familie da und wollen miteinander Zeit verbringen, aber eben auch dass meine Teile auch machen. Und ich finde es für mich persönlich ist es wichtig und ich bin privilegiert, dass man das machen darf. Dass ich kann zum Kleinen schauen kann. Mhm. Und du hast auch ganz speziell geheiratet. Auf der Rigi. Ja, ist das damals, so speziell? Ich habe damals eine Wanderung gemacht, auf der Rigi. Mhm. Ja, ich habe gefunden, hey, also nicht ich, meine Frau. Wir konnten uns nicht können vorstellen, irgendwo in einer Kirche zu heiraten und nachher dann mit 1000 Fotos machen mit 200 Gästen und immer so, das mache ich sonst schon immer. Ich dachte, ich muss mal einen Tag einfach keine Fotos machen und dann haben wir gefunden, wir sind sehr aktiv, wir sind gerne in den Bergen und das hat sich gerade so gut angefühlt und es war super gewesen, ich würde es genau gleich machen. Du bist eben ein Bergtyp oder ein Landschaftstyp, du singst auch über den Vierwaldstättersee. Du liebst eigentlich und vergötterst Zentralschweiz und du bist auf Zürich gezogen, oder? Ja, mit denen, die halt seine Familie ist oder das Herz ist und so. Und das ist dort, meine Frau ist gerade in Zürich und gesagt, ich arbeite hier in Zürich und momentan geht es nicht. Und ich war da ein bisschen freier gewesen. Ich bin auch sehr viel in Zürich. Also bei mir geht es sehr viel über Zürich, wo gearbeitet wird. Und haben wir zwar schon überwinden, aber es ist nicht so schlimm gewesen. Du hast auch über die Langstrasse ein Lied gemacht. Ja, es ist auch interessant. Man lernt die Stadt auch ganz anders kennen. Oder? Am Anfang vielleicht noch ein bisschen, ich das Gefühl gehabt, ah, Zürich, das ist nur ein grusiger Fleck. Oder? Also das hatte ich nie in dem Sinn gehabt. Ich bin schon seit 20, seit ich A Cappella gesungen habe, bin ich in der Woche 2 bis 3 Mal zu Zürich gewesen. Also ich habe die Stadt schon ein bisschen gekannt. Oder? Aber so eine Langstrasse lernt man noch besser kennen, wenn man in der wohnt. Oder? Ich habe jetzt 2 Jahre in der gewohnt. Und, es ist sehr interessant, es ist auch fordernd, aber es gefällt mir halt. Es ist etwas, das nicht einfach jetzt so wie eine Bahnhofstrasse, wo es einfach schön glatt und überbüßt ist, sondern dort geht wirklich Leben ab. Dort entstehen ganz viele Probleme und Geschichten, die das Leben ausmachen an der Langstrasse. Und die können sehr traurig sein, die können lustig sein, die können Party sein, die können arbeiten sein. Das ist extrem spannend. Und ich habe ein Lied darüber gemacht, ja, so ein bisschen für mich ein Einblick. Wir sind viel von den Konzerten, meine Damen hat an der anderen Seite von der Langstrasse gewohnt. Und wir sind zusammen heimgefahren, ich bin dann heimgelaufen. Durch die Langstrasse, Nacht um 3. Und am Morgen oder so mit dem Kind durch die Langstrasse gelaufen, um zu laufen. Also ich habe so in jeder Tageszeit anders, oder? Komplett anders. Und es hat einfach so eine Momentaufnahme, wo einem dann wirklich zum einfach das Herz bricht. Oder? Wo du einfach merkst, hey, das ist nicht alles okay, was da passiert. Mhm. Ja. Aber du hast vorhin verraten, du bist wieder zurück auf Luzern gekommen. Dein Herz schlägt gleich in Luzern. Ja, das habe ich auch nie so irgendwie... Das haben wir nie ein Geheimnis gemacht, ja. Aber jetzt habe ich mega Freude, mit der Familie da zu sein. Mhm.
Ja, ein neues Album. Du hast schon 4-mal Gold erreicht mit deinem Album, 2-mal Platin. Ja. Wie geht es mit dem weiter? Also die Lieder sind ja, ich habe es übrigens heute im Auto komplett durchgelassen und die Lieder gehen wirklich, also ich habe aufgedreht und aufgedreht, eingeschaltet und die Lieder gehen wirklich ab. Also es ist wirklich so, wenn man es laut hört, macht es Spass. Freut mich, ja, ich freue mich auch, wenn wir wieder live gehen und das endlich das Album live spielen. Das ist ein ganz wichtiger Teil von so einem CD, von so einem Schaffen. Du bist ein Live-Musiker. Absolut. Also du hörst auf Bühnen, oder? Absolut. Du hast vorher gefragt, wegen dieser CD, keine Ahnung, das weiss man nie. Momentan ist es super, es ist mega für die Charts, sind wir weit vorne platziert gesehen und es macht natürlich mega Spass und Freude, wenn man die Musik kommt an, es wird gehört. Für mich, ich bin halt einfach einer, der live muss unterwegs sein und darum freue ich mich extrem, wenn wir wieder gehen fühlen, oder wie kommen die Songs bei den Leuten an, wie sind sie da und das macht für mich fast am meisten Spass. Und ich freue mich sehr auf den Herbst. Wie ist das Album entstanden? Wie muss man sich jetzt den Entstehungsprozess vorstellen? Weil ich glaube, das letzte, das vierte Album hast du komplett allein geschrieben. Wie war jetzt da die Zusammenarbeit gewesen? Da eigentlich auch. Also ich habe noch 2 Texte mit dem Roman Ricklin zusammengeschrieben. Und sonst eigentlich ganz viel allein. Also der Grundstock von einem Song kommt immer allein von mir. Mhm. Weil es am einfachsten ist. Und eben, man hat nicht viel Zeit, man hat nicht viele Leute sehen können. Das heisst, man schreibt dann halt selber. Und dann geht es zum Teil schon, wenn ich einen Song habe, schon mal mit einem Produzenten zusammen. Hey, was findest du? Vielleicht könnte man noch ein anderes Wort, vielleicht noch den Refrain, vielleicht noch ein bisschen ändern. Oder ich komme nicht ganz draus. Was hast du da geschrieben? Dann denke ich, oh, ich muss noch einmal über die Bücher gehen. Und wenn der Song steht, bei mir muss ein Song immer an der Gitarre, am Klavier durchspielbar sein und das ist gut. Und wenn der steht, geht zu der Band und dann arrangieren wir. Welches Instrument spielt was? Wo kommen die Chöre? Wo kommen wir von einem anderen Zwischenteil? Vielleicht noch andere Akkorde rein? Ich bin dann immer sehr einfach unterwegs und meine Band finden, einfach können wir den machen. Und dachte, das klingt gut, super. Und wenn das fertig ist und wir haben probt, dann gehen wir ins Studio und nehmen es zusammen auf. Geht alle rein, 1, 2, 3 los und dann nehmen wir es auf. Und wir haben sehr Glück gehabt in der Corona-Zeit, dass wir Spots gefunden haben, wo wir alle können miteinander ins Studio können, zwar mit Masken und so, aber es ist gegangen. Weil du auch eine Liveband bist, ist es wahrscheinlich für dich am einfachsten, ihr seid alle zusammen im Studio, oder? Und spielt das gerade ein? Absolut, ich bin ja der Live-Musiker. Also ich bin nicht der, es gibt Sänger, die können stundenlang an einem Take arbeiten und werden noch besser. Und bei mir ist nach 5 Monaten so... So, jetzt ist gut. Also jetzt, mir kommt nicht mehr. Ich tue mich halt vorausgaben und gebe alles und so und dann... Friss oder stirb. Du hast mir vorhin auch gesagt, du sagst eher der Morgenmensch, weil du hast ja auch Mauer gelernt. Ist es manchmal auch für dich noch schwierig, wenn du mit anderen Musikern im Studio bist und die wollen bis in alle Nacht rein proben oder aufnehmen? Lustigerweise sind meine Bands sind wenige so Morgenschläfer, vielleicht 2. Die anderen 4, 5 sind alles so Morgentypen. Also morgen 9 Uhr anfangen, sind die da und sind fit, dann fangen wir an. Das ist ja perfekt. Absolut. Fast 9 to 5, oder? Genau. Wo man bei Musikern eigentlich nicht erwartet. Genau. Ja, also ich sage jetzt mal, in dem Profibusiness, wo man einfach viel muss proben muss, da probt man nicht mehr am Abend. Am Abend hat man Konzerte, da probt man am Tag. Also wenn wir proben, dann proben wir meistens eben den ganzen Tag und dann am Abend hat irgendjemand ein Konzert, dann muss man schon etwas machen. Oder man ist einfach auch gerne mal am Abend daheim. Also muss man auch sagen, wenn man so viel unterwegs ist am Wochenende, dann wird man nicht die Übungen unter der Woche geben zum Proben. Man hat ja Man arbeitet ja am Wochenende, dass man eigentlich unter der Woche am Tag in dem Sinn frei hat, eben so zu proben. Perfekt. Wir kommen jetzt zu einer weiteren Rubrik und die heisst 1 von 3. Ja, Kunz, bei 1 von 3 darfst du 1 von deinen Gouverts ziehen und dahinter versteckt sich ein Stichwort und zu dem stelle ich dir eine Frage. Also gut, ich bin natürlich für grün. Super, das passt ein bisschen zum Mai, oder? Ja, es passt ja alle Farben. Ja, grün ist so. Grün ist sehr gut. Hoffnung. Oh! Sucht! Hast du irgendeine Sucht, die du uns erzählen kannst im Sensationell? Ja, die Valentina könnte die Sucht gut. Wenn wir auf Promo gehen, dann tut sie immer Schocke für mich kaufen. Ach schon, dann ist es gut gelohnt. Ich bin einfach wirklich, ich bin ein bisschen suchtaffin. Also ich habe lange geraucht, bis ich aufgehört habe. Und eben mit dem Alkohol habe ich das Gefühl, das könnte noch, weißt du, das ist gefährlich, darum musst du immer schauen, oder? Nicht, dass plötzlich das reingehst, das ist gefährlich. Und Zucker, also Zucker kann ich da easy. Ich könnte easy das Nutella-Glas 400 Gramm einfach löffeln. Kein Problem. Das sind gerade so Festtage wie Ostern oder Weihnachten für dich ganz schlimm, weil da musst du immer ein bisschen Jockey verstecken. Das Nein, ganz... ich bin eigentlich recht gut mit mich zu zügeln. Also irgendwie, gerade so bei Ostern und so, dann eben masslos sein, dann an einem Tag und dann dafür einen Monat nachher nicht mehr.
Super. Also probiere immer das also zu fasten. Oder ich hatte Anfangsjahr Alkohol gefasst und das ist super. Und dann merkt man auch so ein bisschen, wo man auch noch ein Bier trinken oder irgendwas Gläschen Wein, dann merkt man, hey, das ist ein bisschen viel. Hey. Und mit der Schocke genau das Gleiche. Ich habe das ja noch nicht geschafft, aber ich muss es dann noch machen. Liebt der Emil auch Schocke? Oder hat er wahrscheinlich noch nicht gegessen, oder? Das ist schon sehr... Nein, aber das ist schon das Ziel, dass er Emil zuckerfrei aufwacht. Also mit Früchten und so, aber nicht mit Schocke. Das ist bei mir wie so, das ist schon vorbei. Also ich bin halt mit Schocke aufgewachsen. Und das ist, wenn ich gar nicht, dass er das hat. Also, ja, es gibt Leute, die können einfach so Schöckeli essen und das ist gut, oder? Und dann denke ich so, ein Schöckeli. Da hat es noch 10 drin, wir gerade alle essen. Ich komme nicht raus. Und das Glas ist offen, nachher dann tun sie Leute auf Brot. Und ich denke so, für was brauchst du Brot? Weißt du, was ich meine? Du hast früher angefangen Musik zu machen, du hast mit deinem Vater schon gejodelt. Ja. Wann bist du ins Jodelfieber vielleicht gekommen? Ja, du Fieber eigentlich nie. Es ist einfach, Musik war bei uns immer rum. Mein Vater hat immer gejodelt und das ist für mich ganz am Max, dass man einfach jodelt. Also, dass man es einfach auch kann. Das war so klar. Und dann wollte ich einfach singen auf der Bühne. Ich hatte das schon mega gerne vor den Leuten singen und so. Und dann habe ich mal gefragt, ob ich auf der Bühne im Konzert nicht etwas mal spielen oder mal jodeln. Und ich sagte, ja, mal klar, wenn man so da liegt. Und dann bin ich dann dort so gut angekommen und dachte, ja, das ist noch mal cool. Und der hat dummerweise gewonnen. Und so ein Fernsehen kam und ist so das erste Mal so ein Fernsehen aufgeschnuppert und so. Und das hat mega toll gefunden. Und dann gleich gewusst, wow, das ist cool. Musik macht irgendwie einfach Spass. Aber Leute unterhalten und finde ich schön. Das gewusst, jetzt willst du auf die Bühne. Genau. Ja. Und du hast dann auch irgendwann eine Gitarre von deiner Schwester geklaut oder ein bisschen ausgelehnt, oder? Und sie hat jede Stunde genommen und ich hatte immer noch Trompete gespielt. Mhm. Und ich habe gar nicht mehr Trompete gespielt, weil ich auch Trompete gespielt habe. Und dann habe ich gedacht, ah, Gitarre, da kann man dazu singen. Und dann, ja, ein bisschen ausgelehnt und ein bisschen selber angehört. Ein bisschen gedrückt und so. Und so mein Gitarrespielen beigebracht. Und dann haben wir erst Dusch gemacht. Was hast du das selber beigebracht? Ja, es hat so ein Griff, es hat so ein A4-Back mit einem Griff drauf. Und dann merkst du, wenn er passt. Und dann tust du das bis. Das ist einfach ein Fleissabend, bis du den Griff hast, oder? Also das ist, aber ich mache es sicher immer noch total falsch. Ich spiele auch nicht wie ein richtiger Gitarrist. Ich kann ja nur einfach Griff, aber das reicht ja. Welchen Genre liebst du eigentlich am meisten? Also du singst ja. Deine Musik ist eigentlich einschätzen auch. Eigentlich liebe ich am meisten Folk oder Volksmusik. Also Folk ist ja die Volksmusik von Amerika. Oder? Aber irischer Folk ist auch Volksmusik, aber von Irland. Ich liebe die Musik, wo du einfach kannst zusammenkommen und spielen und singen und einfach gemacht, die Musik, handgemacht, die Musik. Und das ist meistens Volksmusik, die toll ist. Nur bei den Schweizern haben viel das Gefühl, Volksmusik ist eben nur Jodeln und Schweizer gar nicht. Dabei haben wir bei der Schweiz auch sehr viel Volksmusik. Also die Mandolin und das Hackbrett, die wir dabei haben. Mhm. Das gehört auch zu unserer Volksmusikgeschichte eigentlich. Und ich probiere das von dieser Seite anzupacken und halt Pop reinzubringen, weil Pop geil ist. Eben, du experimentierst ja mit vielen Instrumenten und auch in deiner Band, oder? Oder eben mit dem 21st Century Orchestra bist du auch schon auf der Bühne gestanden. Also, da kommen ganz verschiedene Einflüsse in deine Musik. Ja, ich bin auch immer offen. Ich finde eben, dass das ist etwas, wo die Leute, habe ich das Gefühl, auch noch nicht so offen sind, dass gerade Volksmusiken sehr offen sind für neue Instrumente, für neue Einflüsse und Aufnahmen. Meistens Leute, die sehr Freude an der Musik haben, egal von wo, und hören und, oder nicht so das Genre-Denken, wo dann die Leute haben, denken, du darfst nur Rock machen, nur das machen, oder nur, das gibt es wie so, bei vielen Musikern ist es einfach, nein, ich mache einfach Musik, was tönt geil, ah, das ist super, ah, das Instrument ist noch cool, oder? Wir hatten ja im letzten Album Bläser dabei und haben gefunden, ah, das ist einfach Zeit für Bläser, wir müssen Bläser haben. Das ist super gefunden. Und jetzt haben wir den Gig dabei und ich finde jetzt, ah, Gig ist einfach... passt. Hast du dann noch mal selber auf der Trompete gespielt, wo Bläser dabei hattest? Du hättest ja noch können dein Trompeten-Ding reinbringen, oder? Stell dir vor, nicht dürfen, weißt du wie. Nein, das ist ein Profi. Nein, nein. Wenn du einen Profi-Trompeter hast, ich will auch nicht immer mal meine Gitarre eigentlich rein haben. Nein, nicht jeder. Nein, es ist schon gut.
Jetzt hast du ja letztes Jahr bei Sing Meinen Song das Tauschkonzert mitgemacht. Das war auch eine spezielle Erfahrung für dich, oder? Sehr tiefgreifend, oder? Also emotional ja. Auch. Ja, emotional war es für mich nicht extrem tiefgreifend. Ich bin nicht der, der die krasse Lebensgeschichte hat und dann müssen zurückgehen und müssen Probleme aufschaffen oder so. Mir geht es momentan mega gut. Ich bin sehr glücklich. Ich bin in eine gute Familie geboren worden. Also, weißt du, wo mich gerne hatte. Ich bin in eine heile Welt geboren worden. Also, das darf man einfach sagen. Und ich habe das, wenn ich andere Geschichten gehört habe, vom Dodo oder von der Jael, die schwere Zeiten hatte, dachte ich so, wow, shit, zum Glück habe ich es nicht gehabt. Aber ich habe das musikalisch einfach sehr geil gefunden. Wirklich mal, wie ich so genreübergreifend auch, wie ein Kindergärtner, der einen neuen Spielplatz bekommt. Ich so, wow, was kann man alles machen? Und habe es auch ausgenutzt, habe das Gefühl, und habe wirklich die Sachen gemacht, die ich mal ganz anders weg von dem, was ich sonst so mache. Was war das Schwierigste für dich? Welche Lieder zum Nachsingen, effektiv? Englisch ist immer schwierig, finde ich, weil mein Englisch nicht gut ist. Also ich habe das Gefühl, und es ist schwierig zum Singen. Wie ist mit Reggae? Du hast mal gesagt, Genre sind relativ schwierig für dich noch. Reggae ist, ja, ist so ein einfach nicht so gern. Ist nicht ja. so mein. Aber ist gleich gegangen mit dem Dodo? Also ja, absolut. Jetzt habe ich einfach einen coolen Song daraus gemacht. Das ist schon gegangen. Nein, so ist das. Also, ich würde mich aber noch nie getrauen, einen richtigen Reggae machen, weil Reggae ist so eine Sparte, wo die Leute es nachher machen. Dann machen es 95% wirklich falsch und ich würde das nicht hören. Und der richtige Reggae, das ist mega schwierig zum Spielen, dass es richtig geil ist, finde ich. So. Und darum würde ich es gar nicht anlegen. Ich habe keine Ahnung von diesem Stil. Aber ich habe ja dort in der Sendung können A Cappella machen. Wir haben einen Ausflug gemacht in die persische Musikwelt. Ich habe Deutsch einen neuen Welle-Rock gemacht. Einfach so halt verschiedene Sachen gemacht und es hat mir mega Spass gemacht. Ja, mal einfach anders zu arbeiten als Sänger und nicht nur einfach immer Lieder schreiben und spielen und aufnehmen und so, sondern mal, ja, mal schauen, was gibt es sonst noch. Sehr schön. Wir kommen zu einer weiteren Rubrik und die heisst «Noch nie gesagt». Ja, bei «Noch nie gesagt», Kunz, geht es darum, gibt es etwas, was du noch nie in den Medien erzählt hast? Irgendein Geheimnis? Oder? Also wenn es ein Geheimnis wäre, würde ich es jetzt nicht erzählen. Ja, es bleibt das Geheimnis. So ein kleiner, intimer Rahmen da. Intimer Rahmen. Also ich bin als Bub am Fischen. Als Bub bist du gut? Ja. Das hast du ja niemandem erzählt? Nein. Das mit deinem Vater oder mit Kollegen? Nein, mit Kollegen und allein. Nein, mit meinem Onkel. Der ist ein guter Fischer gewesen, mit dem haben wir fischen. Und einmal sind wir fischen zu Hufteren am Baldeckensee und es hat so fest geregnet, dass ich mich noch erinnere, ich hatte so Angst am Auto, ich bin gerade in dem Kindergarten gewesen. Und es hat, weißt, wenn es so regnet und du machst die Scheibe und du siehst gleich nichts, hat es so gestimmt. Das habe ich noch nie erzählt, also habe ich nie in den Medien erzählt, darum, das ist meine Geschichte. Aber bist du regelmäßig gegangen? Oder? Nein, einfach so ab und zu. Ich hatte mein eigenes Köfferli mit Fisch und meine Fischerrute und bin noch fischen. Meistens fällt mir auch eh nichts. Mhm. Hast du aber mal einen rausgezogen? Ja, natürlich, ja. Ausgezogen, ausgenommen. Ich kann ja, also ich könnte es glaube ich nicht machen, das habe ich auch gemacht. Ich muss mich ja sehr aufblasen, wegen der Gallenblase, glaube ich. Oder? Mhm. Wegen der Blase. Dass sie nicht platzt? Ja, weil es nachher dann grusig ist. Absolut. So. Jetzt schauen die Fische zu und denken, die Kuhn, das ist einfach schon, das ist nicht Gallenblase, es ist das und das Blösli. Ah ja, Entschuldigung. Ein Song über das Fischen hast du aber noch nie geschrieben, oder? Nein, ich glaube, darum mache ich es auch nicht mehr. Es ist also nicht etwas, wo ich jetzt ich glaube, so an See hocken und einfach warten, bis etwas anbeißt, das würde mich nicht. Und so Sportfischen ist ja wie Jagen, und Jagen ist auch nicht meins. Ich bin nicht Vegetarier, aber ich kann auch nicht unbedingt gut Tiere töten. Ich nehme es in Kauf, dass die töten, weil sie essen kann. Das nehme ich in Kauf. Aber selber jetzt aktiv töten, werde ich es eigentlich nicht. Aber sonst findest du das manchmal auch eine sehr schöne Inspirationsquelle für Songs. Eben, Vierwaldstättersee ist ja ein Song von dir. Also gerade so ein See wie der Vierwaldstättersee. Es gibt eine See, wo wir so Quartier sind, rundum gebaut ist. Dort sitzt oder so ein ruhiger See. Aber der Vierwaldstättersee, gerade mit dem Urnersee dahinter, das ist so schön, wo einfach die Felswand einfach zack runtergeht, oder? Und ganz spezielle Farbe. Und die kann das Wetter einfach so schnell wechseln und dann ist Wind angesagt. Und der Wilhelm Tell hat schon davon profitiert, dass der Wind aufgekommen ist. Und das ist mega speziell. Ja, aber ich bin glaube jeden aktiv, mit so dem einfach stundenlang an einem Ort fahrt und schaut. Und ich mache da gerne irgendetwas. Mhm. Und darum, ja.
Man nennt dich ja den Alpengosling, oder? Das regt dich ein bisschen auf, oder? Was heisst «mir nennt dich»? Den Blick hat mal so gesehen, jetzt sagen es alle anderen nachher. Steht sogar bei Wikipedia. Musst du rausnehmen. Muss ich rausnehmen, ja. Ah, aber du bist ja lieber so als irgendwie Glöckner von Notre Dame, oder? Ja. Wir würden ihn nicht gerne vielleicht, ist gleich mit wem. Also wir wollen ja eigenständig sein, glaube ich, der Mensch. Und aufs Äußere reduziert werden will auch niemand. Das hat ja auch niemand gerne Notre. Perfekt. Ja, wir kommen noch schnell zu deinem Album. Ja, mit dem könntest du ja auf Tour gehen, eigentlich in diesem Jahr. Aber es geht jetzt im Moment ein bisschen schwierig, wegen Corona. Also, du wärst ein Teil live. Ich bin positiv. Heute sind wieder Lockerungen verkündet worden, genau heute, wo man es aufzeichnet. Ja, ich bin sehr positiv, dass es gut kommt und dass wir im Herbst auf Tour gehen können. Wir verlängern einfach den Mai jetzt verlängern, Herbst und vielleicht noch Winter und so ein nächstes Frühling. Es wäre schön, wenn der Mai das ganze Jahr wäre. Finde ich auch. Ein bisschen Regen, ein bisschen Sonne, ein bisschen warm, da wieder halt, ist doch alles dabei. Wo kann man dich denn live sehen, wenn es dann losgeht? Ja, das ist das Schwierige, oder? Weil momentan ist einfach alles, muss sehr spontan sein und Konzerte werden abgesehen, weil wieder neue kommen wieder. Und darum das Beste ist kunstmusik.ch und dort hat es Konzerte drauf und dort drauf drücken und das ist alles Aktuelle dort drin. Perfekt, das blenden wir gerade noch ein. Und wenn ihr das Album möchtet gewinnen, signiert von dir, könnt ihr mal jetzt in den Kommentar schon bei uns hineinschreiben. Aber wir haben noch eine zweite Möglichkeit, wie ihr das Album könnt gewinnen. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu unserer letzten Rubrik und die heisst zum Schluss der Schuss. Ja, in dieser letzten Rubrik darfst du auf die Dartscheibe schiessen, musst möglichst viele Punkte erreichen. Aktuell führt bei uns Fabienne Louwes mit 70 Punkten. Was? Wie hast du das geschafft? Sie hat Glück gehabt. Sie war super. Ja, bist du gut in Dart? Nein, ich bin grottenschlecht. Wirklich? Ja, siehst du gerade. Auf die Seite, okay, gell? Will. Ja, unsere Kamerafrau nimmt dich in Acht. Gut, du darfst schiessen. Also. 4. Das ist gar nichts. 12. Ich kann ich nicht mehr holen. Und 18, aber das ist gar nicht schlecht. Geht nur 34. Ja, Kunz, das sind 34 Punkte. Läppische 34 Punkte. Ich habe gesagt, ich bin nicht Flauter nicht mehr. Du machst Dart schiessen. Man merkt, bei uns sind die Frauen ein bisschen besser im Schiessen. Finde ich gut. Könnte das liegen? Vielleicht sind die gezielter. Fokussierter? Ja, fokussierter. Oder sind filigran, weißt du, haben so bessere Motorik. Wir Männer sind so wie... Vielleicht wären wir besser mit Stereo oder so. Wir verlosen jetzt noch mal schnell ein Album. Ihr könnt uns an hallo@svensationell.ch schreiben oder uns einen Kommentar in den YouTube-Kommentaren hinterlassen. Kunz, hat mich sehr gefreut, bist du da gewesen. Ich auch. Gibt es noch etwas zum Schluss, das ganz entscheidend ist für deine Fans, was sie noch wissen müssen? Ja, wie gesagt, also wenn ihr ein Konzert kommt, kommt. Wir sind bereit, wir freuen uns mega. Es war ein schwieriges Jahr und ich hoffe, dass wir den Mai verlängern können. Und können wir ein Konzert hören, wir sind ready für euch. Hast du das Gefühl, wenn du jetzt das nächste Mal auf die Bühne gehst, dass du dann noch mehr Energie hast? So. Ich glaube, noch mehr Freude. Noch mehr Freude. Ich glaube, noch mehr, so ein Kälbchen, das erst mal rauskommt, wenn es Frühling wird. So nach einem langen Winter im Stau oder so raus, so wow. Weil es halt gleich etwas Besonderes ist wieder dann. Ja. Ja. Hey Kunz, danke vielmals, schön, dass du da warst. Danke, ne? Und du uns noch schnell abonnieren, ich würde mich sehr freuen. Macht's gut und bis in zwei Wochen.